Am 16. Dezember wurde eine Tapisserie aus den USA an den Freistaat Bayern restituiert. Die Restauratorinnen des Bayerischen Nationalmuseums entpacken den Wandteppich, der jetzt umfassend untersucht und restauriert werden kann. Die Darstellung einer höfischen Gesellschaft im Freien entstand vermutlich kurz nach 1500 in Flandern. Ein US-amerikanischer Offizier nahm das Kunstwerk gegen Ende des Zweiten Weltkriegs mit in seine Heimat. Die Übergabe an das Bayerische Nationalmuseum erfolgte durch seine Tochter, Kathy Hinz. Short. The story of this tapestry and I've seen it from the right place.